englische Marke White Bikes präsentiert für das Modelljahr 2025 eine ganze Reihe von Neuheiten. Das E-Lite gibt es in einer 140mm Variante und in zwei Ausführungen mit 150mm Federweg. Unser Testrad, das E-Lite 150 Works, ist die teurere der beiden Versionen. 10.499 Euro kostet es. Der Carbonrahmen des Trailbikes bietet 142mm Federweg, 150mm sind es an der Gabel. Der Rahmen sieht attraktiv aus, Details wie die Fitlock Base, die Kettenführung und der Kettenstrebenschutz gefallen ebenso wie der Übergang vom Ober- ins Sitzrohr und die innen verlegten Züge. Der Bosch Performance Line SX Motor fügt sich unauffällig in die Silhouette des Bikes, an ihm sind 155mm kurze Kurbeln von Hope montiert. Im schlanken Unterrohr sitzt ein 400 Wattstunden Akku. Der Zusatzakku mit 250 Wattstunden Kapazität ist im Lieferumfang enthalten. Ist der angesteckt, steht die Abdeckung der Ladebuchse etwas unelegant ab. Die Bedientaster des Motors sind schlank, das Display im Oberrohr gefällt und informiert über die nötigsten Parameter. Die hochwertige Ausstattung des E-Lite 150 Works ist seinem Preis angemessen. Die Federelemente kommen von Fox, vorne eine Float 36 Factory Gabel, hinten ein Float X Factory Dämpfer. Die 29 Zoll Laufräder kombinieren feine Hope-Narben mit DT-Speichen und Carbonfelgen von White. Maxxis steuert die Bereifung bei, vorne ein 2,5 Zoll breiter DHF, hinten ein Dissector in 2,4 Zoll Breite, in ihm eine Cashcore-Einlage. Die stabilisiert Reifen und Felge, erlaubt es mit niedrigem Luftdruck zu fahren und hat Notlaufeigenschaften. Die SRAM XO AXS Transmission Schaltung bietet 12 Gänge an. Verzögert wird das White mit eleganten Hope-Tech Vorbremsen mit 200er Scheibe vorne und hinten. Der bequeme Physics-Sattel sitzt auf einer White Vario-Stütze, deren Hub zwischen 170mm und 200mm verstellt werden kann. Auch der 32mm kurze Vorbau kommt von White, an ihm sitzt ein 800mm breiter Raceface Carbonlenker. Das Light Assist Bike bringt so samt Pedalen und Rake Extender, der 1494 Gramm wiegt, 21,39 Kilogramm auf die Waage. Für ein E-Mountainbike ist das leicht. Wie schlägt sich das im Fahrverhalten nieder? Tatsächlich fühlt sich das E-Lite 150 Works beinahe wie ein nicht motorisiertes Rad an. Es lässt sich leicht um enge Kurven bewegen und ist reaktionsschnell. Dies ist auch der agilen Geometrie des Bikes geschuldet. In der getesteten Größe L liegt der Reach bei 481mm, der Lenkwinkel bei 64,6, der Sitzwinkel bei 77,1 Grad. Die Kettenstreben sind 450,4 mm lang. So ist der Fahrer gut mittig über dem Tretlager positioniert. Man sitzt recht aufrecht, aber nicht unsportlich auf dem White. Fahrer mit langem Oberkörper, die zwischen zwei Empfehlungen liegen, sollten sich für den größeren Rahmen entscheiden oder zumindest einen längeren Vorbau montieren. Dank der guten Balance klettert es angenehm, in Steilstücken muss man bewusst Gewicht nach vorne legen. Der Bosch SX vermittelt ein sehr natürliches Fahrgefühl und ist bei hoher Trittfrequenz und sportlicher Fahrweise sehr kraftvoll, wobei er dann auch laut wird. Der Hinterbau und die Gabel harmonieren prächtig, ruppige Passagen meistert man ganz entspannt, dabei ist das Fahrwerk sehr sensibel und ausgewogen. Das White lässt sich spielerisch durch den Trail bewegen, erfreut mit seiner Agilität und Reaktionsschnelle. Die Reifen bieten gute Traktion, die Gangwechsel erfolgen schnell und exakt, die Vario-Stütze funktioniert prima. Die Hope-Bremsen sehen nicht nur sehr gut aus, sie glänzen auch mit einem exakten Druckpunkt und brachialer Bremskraft. So lässt sich das Rad stets sicher und auf den Punkt verzögern. Auf dem White Elite 150 Works haben wir uns rundum wohlgefühlt. Das Bike ist vergleichsweise leicht und bietet bei Bedarfen doch kraftvolle Unterstützung durch den Motor. Es sieht gut aus, ist mit klasse Komponenten bestückt und erfreut mit seinem tollen Handling und seiner Vielseitigkeit. Ein klasse Allrounder, mit dem man es auch einmal krachen lassen kann.